Willkommen zurück. Wir kommen bereits zu Titus Kapitel 3. Wir haben darüber geredet, wie das Leben sein soll und was die Grundlage von dem ist, dass es eben so sei. Und jetzt kommt ein neuer Hinweis von Paulus, wie soll Titus das umsetzen. 3 Vers 1. Erinnere sie daran. Ja, da geht es also weiter um Heiligung, weil wir in Christus ja verändert sind. Darum soll jetzt Titus darauf hinweisen. Ja, was gehört also auch noch zur Heiligung? Erinnere sie daran, dass sie sich den Obrigkeiten, die Macht haben, unterordnen. Das ist auch wieder so ein Heiligungspunkt. Früher im alten Leben versuchte man selber zu oberst sein, indem man die anderen runterdrückt. Nein, weil wir jetzt ja Christus untergeordnet sind, können wir uns auch der Obrigkeit unterordnen. Nun, ein heikles Thema. Jesus sagt in Johannes 19, Vers 11, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir von oben nicht gegeben worden wären. Das heißt, Gott setzt die Autoritäten, selbst die, die ungläubig sind, selbst die, die nicht vollkommen in der Gerechtigkeit drinnen sind, man soll sich entsprechend unterordnen. Auch 1. Petrus 2, Vers 13 spricht davon, dass man sich den Königen unterordnen soll. Dort ist sehr deutlich ausgedrückt, wer denn diese Autoritäten sind. Aber es gibt so der Gedanke, dass man sagt, ja, Obrigkeiten, Exousia, Vollmacht, das ist einfach so ein allgemeiner Begriff. Gerade wenn man die Römerstelle nimmt, Römer 13, 1 bis 7, wird da zuweilen gesagt, oh, das ist nur ein Gemeindeleiter, da geht es ja gar nicht um die staatliche Obrigkeit. Aber da wird das eben noch ausgedeutscht. Archä, also das heißt eben die Obrigkeit, die Macht des Staates. Es ist also ganz deutlich, da geht es um den Staat. Es geht also nicht darum, dass man dem Staat nicht gehorchen soll, sondern lediglich den Ältesten, sondern es gibt eben verschiedene Autoritäten. Ja, es gibt die Ältestenschaft, es gibt aber auch den Staat, wir haben auch die Familie und der wirtschaftliche Arbeitgeber. Davon haben wir auch schon geredet. Also 4 Autoritäten, denen wir uns unterordnen sollen. Dass sie gehorsam seien und zu allem guten Werk bereit. Ja, Gehorsam hatten wir schon gehört. Jetzt nicht der Glaubensgehorsam, sondern der Gehorsam eben in der Arbeitswelt drinnen oder eben dem Staat untergeordnet zu jedem guten Werk. Auch das kommt wiederum vor. Wir sollen nicht so leben, dass es auffällt. Wir sind anders, wir sind verändert. Andere Menschen sehen das und das wirkt dann evangelistisch. Evangelisation ist also nicht nur eine Veranstaltung, sondern das ist eine Kultur. Menschen sehen, man ist verändert. Und darauf soll der Titus achten und sie daran erinnern. Vers 2. Niemand verleumden, nicht streiten, freundlich sein und alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Ja, das ist eine ähnliche Aufzählung, wie wir sie im Kapitel 1, dort ab Vers 5, für die Ältesten hatten. Jetzt wird es aber auf alle bezogen. Also alle Menschen sollen sich verändern. Wenn man Ältester sein möchte, muss das einfach wirklich da sein. Aber das Ziel ist es für alle Leute. Und jetzt heißt es da wiederum, beweisen gegen alle Menschen. Da kommt wiederum der Begriff Mensch vor. Also das ist Paulus wichtig, dass Titus da den einzelnen Menschen sehen kann. Vers 3. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Ja, kommt uns das jetzt bekannt vor? Ja, das hatten wir vorhin schon gesehen, im Kapitel 2 ja schon, wo er vom alten Leben geredet hat. Also er bringt da einen Gegensatz, jetzt nicht nur von den Juden, sondern eben auch von den Heiden. Leute, die hatten früher ein anderes Leben. Wir waren geprägt von Dynamiken, die eben weltlich sind. Und das wird so konkret aufgezählt. Nicht ausgeführt, aber doch gesagt, wir waren unverständig. Ja, wir gingen einfach unseren Weg, so wie wir eben erzogen wurden. Wir kannten nicht einmal, dass wir eben gesteuert sind. Wir gingen in die Irre, wir dachten, wir hätten es, aber es war gar nicht so. Wir hatten da menschliche Begierden und Gelüste. Also Paulus wiederholt sich da ein Stück weit, aber gerade darum geht es. Titus wird gestützt und er merkt, jawohl, das ist es. Das muss angesprochen sein, das muss aufgedeckt werden. Das ist da eben gerade sein Ziel.
Wir waren verhasst, wir hassten uns untereinander. Warum? Ja, jeder versucht, in die Gemeinschaft hineinzukommen, das Zugehörigkeitsgefühl zu haben. Und damit man meint, überleben zu können, drückt man andere runter und macht sich selber hoch. Ja, das führte eben gerade zu diesen Spannungen, wo wir jetzt sagen können, nein, Christus ist ins Leben hineingekommen, wir können uns auf Augenhöhe begegnen, ich muss mich nicht klein machen, ich muss mich nicht größer machen, als ich bin. Und jetzt der Kontrast, Vers 4, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Wiederum das Erscheinen, das ist dieselbe Aussage, selber Begriff wie Kapitel 2, 11, als erschien die heilbringende Gnade Gottes. Und jetzt kommt das wieder. Ja, es war so, sagt er jetzt schon zum zweiten Mal, aber jetzt ist Christus gekommen und jetzt ändert das eben. Als erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Oder? Da geht es jetzt nicht nur um das Heil, sondern jetzt geht es eben, Gott liebt den Menschen, er sieht uns, er leidet mit uns, all die Schläge, die wir da vom Teufel erlebt hatten, wo wir uns gegenseitig kaputt gemacht haben. Oder Epheser 2 sagt, wo wir umhergetrieben wurden in dieser Welt drin, wo wir kaputt gegangen sind. Gott sieht uns Mensch, er leidet mit, er hat diese Freundlichkeit, er hat diese Menschenliebe. Jetzt kommt da wieder der Mensch zum Tragen. Gott will uns da rausnehmen, zu starken Persönlichkeiten machen, die eben eigenreflektiert sind, die verstehen, was gewesen ist, die es aber ablegen konnten und jetzt in diesem Neuen drinnen sind. Das macht ja den Unterschied erst aus. Es ist nicht das Wissen, das anders ist. Es ist auch nicht der professionelle Gottesdienst, sondern es ist diese innere Veränderung, die der Mensch eben erlebt. Als erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig. Sozo. Sozo ist so ein bisschen ein Allerweltsbegriff, wird natürlich zum einen mit der Rettung übersetzt. Er rettete uns, rein soteriologisch, also das Heil, das könnte natürlich damit gemeint sein, aber der Begriff ist eben breiter. Sozo ist nicht nur das Retten, sondern das Pflegen, Dienen, Heilen. Und ich denke jetzt vom Kontext her, wenn Gott eben da von der Freundlichkeit und von der Menschenliebe spricht oder dann später im Vers 5 die Erneuerung durch den Heiligen Geist, glaube ich nicht, dass hier mit dem Seligsein das Heil die Rettung betrifft, denn das hat er vorhin am Ende des Kapitels 2 schon erläutert, sondern dass es jetzt darum geht, weil der Mensch gerettet ist, kommt, ist damit durch diese Rettung eben diese Freundlichkeit und Menschenliebe in unsere Herzen gekommen und jetzt werden wir dort verändert. Wir sind eben gerade nicht mehr so, wie wir gewesen sind. Und darum denke ich, Vers 5, er machte uns selig, nicht im soteriologischen Sinne, auf dem baut er auf, sondern er heilte uns. Er macht uns heil, er gibt uns Gesundheit. Also sozo in diesem Sinne gebraucht, machte er uns selig im Sinne von, er heilte uns, er stellte uns wieder her. Dadurch, dass er gekommen ist, dadurch, dass wir die Wiedergeburt erlebt haben, beginnt jetzt dieser Heilungsprozess. Und wie ist dieser Heilungsprozess gekommen? Nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten. Also nicht jetzt vom Jude her gedacht, ich habe die und die Leistung gebracht und deswegen hat Gott etwas getan. Da sagt Paulus, nein. Es ist ein Geschenk Gottes, weil wir die Gerechtigkeit Christus empfangen hatten. Deswegen kommt jetzt dieser Heilungsprozess. Vers 5b, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Weil Gott etwas getan hat, darum kommt diese Heilung zustande. Es ist eben Gottes Barmherzigkeit. Die Initiative kommt von Gott, weil er uns liebt, tut er das. Nicht, weil der Mensch gute Werke tut und sich das selber erarbeitet. Durch das Bad der Wiedergeburt. Also, was haben wir da für ein Bad? Da ist von der Taufe die Rede. Es gibt da verschiedene Taufen im Neuen Testament, die Mysterien, Religionen und die Proselytentaufe kommt so direkt nicht vor. Hier in Titus 3,5 ist das vielleicht das Bad der Wiedergeburt eben etwas von dem, was da jüdisch anklingt. Also das Bad, wenn ein Jude ein Proselyt werden wollte, das heißt ein Heide wollte Jude werden, musste er so eine rituelle Waschung über sich ergehen lassen. Vielleicht klingt das so ein bisschen an, aber jetzt auch vom Zusammenhang durch das Bad der Wiedergeburt, jetzt geht es eben um die Wiedergeburt. Also die Proselytentaufe ist vielleicht der Hintergrund, aber das Eigentliche ist die Wiedergeburt.
Es gibt ja die Bußtaufe, das ist zwar auch im Wasser, aber das ist bei Johannes gewesen. Die Leidenstaufe von Jesus betrifft uns auch nicht. Und jetzt hier das Bad der Wiedergeburt, das ist eben das, was in der unsichtbaren Welt geschieht. Wir sind in der unsichtbaren Welt in den Leib Christi hineingetauft worden und deswegen kommen wir in Berührung mit dem Heiligen Geist, der uns eben die Wiedergeburt geschaffen hat. Und darum das, was da Titus anspricht, das ist eben diese Ebene. Auf der unsichtbaren Welt wurden wir in den Leib Christi hineingetauft, wie diese Bibelstellen uns zeigen. Und die Wassertaufe, das ist ja nur das, was äußerlich als Glaubensstärkung gegeben ist. Dann aber nur symbolisch. Äußerlich stellen wir das dar, was geistlich da eben geschehen ist. Und wenn es dann in Titus 3,5 eben von diesem Bad der Wiedergeburt heißt, dann ist es eben diese geistliche Taufe, also das Taufen in den Leib Christi hinein, was zur Wiedergeburt führt. Das hat den Change gebracht. Das wird im Glaubens, in der Glaubenstaufe lediglich äußerlich noch sichtbar gemacht. Und dann haben wir da noch die Geistestaufe. Also es geht da um diese Taufe in der unsichtbaren Welt, wo wir in den Leib Christi hineingetauft wurden und deswegen wiedergeboren wurden. Also, diese Heilung kam durch die Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt. Und jetzt Ende Vers 5, und Erneuerung im Heiligen Geist. Oder das Heilwerden ist nicht einfach, zack, ich bin wiedergeboren und dann ist es da. Sondern jetzt beginnt die Heiligung. Ich bin zwar heilig gesprochen worden, das ist mein neuer Stand in Christus, das habe ich jetzt, aber wir leben ja gleichzeitig eben immer noch in dieser Welt. Also, durch die Wiedergeburt habe ich zwar das ewige Leben jetzt erhalten, ich habe einen neuen Stand, ich bin in Christus. Aber solange ich noch auf dieser Erde lebe, ist eben auch die andere Seite noch da. Ich bin auch noch im Fleisch, beides ist da. Und das ist jetzt der Teil, der eben geheiligt werden muss. Das Heil, das habe ich zack, schlaghaft erhalten. Aber die Umgestaltung in das neue Leben, in dem das Alte eben aufgearbeitet werden kann, in dem ich innerlich heil werden kann, das ist Heiligung. Das werde ich nie vollkommen erreichen. Ich werde es letztlich erst dann haben, wenn der Auferstehungsleib dann da ist und alles dann von innen her auch gegen außen neu ist. Jetzt ist erst das Innere neu, dann wird aber der ganze Leib dann neu sein. Also, wie können wir jetzt das Alte aus dem Leben abschütteln, indem die Wiedergeburt geschehen ist, das ist Grundvoraussetzung, und indem jetzt eben diese Heilung stattfindet durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Das ist ein Prozess, dass wir jetzt Dinge aufarbeiten von der Vergangenheit, dass wir aber auch lernen, den Blick in die Zukunft zu haben und so werden wir stabile Persönlichkeiten. Das geht nicht von einem Jahr auf das andere, sondern das ist ein Prozess, der das ganze Leben dauert, aber wir können den Prozess beschleunigen, indem wir eben Hilfe von außen holen, denn wir selber haben unsere blinden Flecken, wir sehen die Dinge dann nicht. Und dann brauchen wir von außen jemand, der uns mal eine clevere Frage stellt, der mal fragt, wie ist es dann, woher kommt das, hat das einen Zusammenhang, dass man plötzlich merkt, ah, darum, und wenn man es erkennt, kann man es loslassen, dann werden wir befreit, neue Handlungsmuster zu bilden. Dann kann ich eben reagieren und handle nicht einfach aus einem mir unbewussten Muster aus der Vergangenheit. Also, Erneuerung im Heiligen Geist, Vers 6, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland. Ja, in dem Moment, wo wir in Christus hineingetauft sind, sind wir eben auch in Berührung mit dem Heiligen Geist gekommen. Er wohnt jetzt in uns drinnen und jetzt haben wir diese Kraft, dieser Kraftzustrom. Galater 2,19 und 20 spricht davon, ich bin in Christus gestorben und das, was ich jetzt lebe, das lebe ich in diesem Zustrom des Heiligen Geistes. Und darum geht es jetzt, dass ich jetzt immer so verbunden bin, dass ich aus diesem Zustrom leben kann. Er hat es reichlich ausgegossen. Da ist diese Fülle da, die Frage ist, ob ich es in Anspruch nehme. Aus dieser Fülle heraus jetzt eben leben, dann kann ich eben diesen Prozess beschleunigen. 2. Korinther 3,18 sagt, dann, wenn wir in der Herrlichkeit Gottes drinnen sind, werden wir verwandeln von einer Herrlichkeit zur anderen. Das können wir beeinflussen. Bin ich in dieser Gegenwart drinnen oder eifere ich um die Dinge, die eben nicht funktionieren im Leben?
Vers 7, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden Erben sein nach der Hoffnung auf das ewige Leben. Also, dessen Gnade gerecht geworden, das ist das, was durch die Bekehrung geschehen ist. Das ist die Grundvoraussetzung. Und jetzt sind wir Erben. Jetzt leben wir in einer Beziehung. Jetzt haben wir etwas erhalten, das jetzt aber noch nicht vollkommen sichtbar ist, denn wir sind eben auch noch gleichzeitig im Fleisch, aber das Erbe haben wir. Und in dem Moment, wo wir sterben und dann im Himmel sind, sind wir dann bei Christus und werden eben dann noch beschenkt mit dem, was kommt. Also, wir haben auf der einen Seite das Erbe schon, weil wir sind wiedergeboren. Wir haben das schon. Es gehört uns, aber es ist im Moment noch nicht alles sichtbar, weil auch von der Herrlichkeit Christi noch nicht alles sichtbar ist. Hebräer 2, Vers 8. Aber das wird kommen. Und dann werden wir aufgrund dessen, was Christus getan hat, eben diese Fülle dann haben. Erben sein nach der Hoffnung auf das ewige Leben. Merken wir, das ewige Leben haben wir erhalten, aber das ist jetzt eben die Hoffnung für diese Zukunft. Wir sind also nicht nur gegen hinten gerichtet und wir können aufräumen, sondern eben auch nach vorne gerichtet. Das ist diese gewaltige Veränderung. Absolut genial. Dann Vers 8 zu Beginn, Luther übersetzt da, das ist gewisslich wahr, Pistos Hologos. Also da kommt wieder das Wort vor. Und Pistis, Glaube, Vertrauen, ist jetzt auch so ein Begriff, den haben wir schon gehabt. Das Wort ist vertrauenswürdig, das Wort ist glaubenswürdig. Oder eben gewisslich wahr, das ist natürlich auch eine mögliche Übersetzung. Kapitel 2, 1 haben wir das schon, diese heilsame Lehre, das ist eben, auf dem kann man eben bauen. Dann 8b, darum will ich, dass du fest bleibst. Also jetzt kommt wieder die Ermahnung, das direkt an Titus, bleibe fest. Das heißt, dass du eine Versicherung abgibst, könnte man übersetzen. Also dass du so lebst, dass du in dem drinnen bist und daran festhältst. Wir haben es ja auch schon gehört, dass niemand soll ihn verachten oder er soll mit fester Zuversicht eben da diese Zurechtweisung machen. Titus war offenbar ein bisschen wackelig, hat vielleicht Dinge dann persönlich genommen, war dann nicht mehr ganz so klar und da muss ihn Paulus stützen, dass du fest bleibst, dass du als Vorbild vorangehst, dass du für andere so quasi eine Versicherung bist. Mit, also darum will ich, dass du fest bleibst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Also all die, die jetzt neu zum Glauben gekommen sind, viele waren ja Neubekehrte, die sollen jetzt ihn als Vorbild sehen und sich jetzt selber in diese Richtung entwickeln. Also er soll vorangehen, er soll hinstehen, soll sich nicht klein machen, nicht zurückziehen. Der hatte wohl eben einen Hirtenanteil und Hirten nehmen dann vieles persönlich, sie ziehen sich ein bisschen zurück, sagen immer ja, ertragen keine Konflikte. Da muss der Titus etwas gestützt werden. Also, die darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervortun. Ja, diese guten Werke haben wir jetzt auch schon verschiedentlich gesehen. Die Frucht soll sichtbar werden. Das ist gut und nützlich für alle Menschen. Ja, dort, wo wir selber in der Heiligung zunehmen, können wir untereinander besser leben, weil ich mich kenne und ich kann dadurch den anderen einschätzen. Und wenn das umgekehrt auch der Fall ist, dann können wir auf Augenhöhe uns begegnen, brauchen nicht Konkurrenten zu sein, dann wird es eben ganz, ganz anders. Und das soll es sein. Gute Werke, das ist gut und nützlich allen Menschen, das hat Auswirkungen, es ist dann eben Segen da. 9. Von törichten Fragen aber, von Geschlechtsregistern, von Zank und Streit über das Gesetz, halte dich fern, denn sie sind unnütz und nichtig. Ja, wer bringt diese Fragen? Das sind eben die Juden, die sagen, ich bin Abrahams Nachkomme, darum gehöre ich dazu. Und jetzt wird gestritten und es geht um Details. Aber wir merken, nein, es geht nicht um die Sache, es geht um den Menschen. Es geht darum, dass der Mensch heil werden kann. Oh, wie schnell sind wir in den sachlichen Dingen drinnen und wir schlagen uns die Köpfe kaputt und die Gemeinde ist allgemein sehr sachlich ausgerichtet. Dann können wir schnell vorwärts kommen in den Vorstandssitzungen, wenn alles sachlich ist. Aber der Mensch hat eben nicht nur eine Sachseite, sondern auch eine emotionale Seite. Und das muss in der Balance sein, dass der Mensch eben insgesamt holistisch gesehen wird in allen Dimensionen, die der Mensch eben hat. Und darum diese
theologischen Fachfragen, das voll sachliche, nein, schiebe das auf die Seite. Es bringt nur Zank hervor, das verändert den Menschen aber nicht. Wenn ich jemandem beweisen kann, er ist falsch, dann habe ich ihn nicht verändert, sondern den Menschen in seinen Emotionen wahrnehmen, dass ich ihn zu einer Veränderung führen kann. Das ist der Punkt. Seelsorge, Coaching, kommt da gut zum Ausdruck. Vers 10. Einen Menschen, kommt wiederum der Mensch vor, einen Menschen, der die Gemeinde spalten will, ist wiederum ein Hapax, also ein Begriff, der nur einmal in der Bibel vorkommt, steht dort eigentlich Heretiker auf Griechisch, also ein Sektierer, also ein Irrlehrer. Ein Mensch, der die Gemeinde spalten will. Also die Juden, die sagen, nein, so, und jetzt ein Keil durch die ganze Gemeinde. Spalten will, weise ab, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist. Also abweisen, manchmal muss man die Diskussion abbrechen. Das muss man dem Titus unbedingt sagen. Als Hirte nimmt er die Schuld auf sich, möchte mit allen Frieden haben. Das fällt ihm schwer, jetzt einfach zu sagen, darüber diskutiere ich nicht mehr. Es ist so. Manchmal muss man das, gerade wenn so orthodoxe Juden daneben da sind. Er sagt aber, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist, also wenn man einen Prozess gegangen ist, also nicht einfach nur, ja, ich habe es ja gesagt, jetzt müsstest du, sondern einen Prozess gehen, dass diese Veränderung kommt, dass das Aufdecken möglich ist. Und jetzt kommt da der Begriff, wenn er einmal ermahnt ist. Und da haben wir jetzt einen anderen Begriff auf Griechisch für ermahnen, nämlich Sinn prägen. Wenn er sinngeprägt ist, also wenn er von der ganzen Bibel her geprägt wurde durch die Lehre, wenn man ihn mitgenommen hat, wenn er Dinge aus seiner Vergangenheit aufarbeiten hat können, aber er möchte einfach nicht, er bleibt stehen, dann muss man ein Stück weit auch jemand mal stehen lassen. 1. Korinther 5 geht ihn sogar in die Gemeindezucht hinein. Vers 11, und wisse, dass ein solcher ganz verkehrt ist und sündig und sich selbst damit das Urteil spricht. Also, Ermahnung nimmt er nicht an, ist eben verkehrt. Und dann muss man irgendwo die Linie dann ziehen. Er soll sich bewusst sein, er ist ein Sünder, selber sieht es wahrscheinlich nicht, aber Timotheus darf sich das sagen, der will nicht, darum darf ich da die Linie ziehen. Ja, er spricht sich selber das Urteil, also der Jude, der nicht trotz Ermahnung sich nicht bekehren will, eben dort bleibt, wo er ist, ja, dann hat er natürlich selber das Urteil gesprochen, ist dann eben nicht gerettet. Vers 12, wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, also zu dir nach Kreta sende, Paulus ist irgendwo in Mazedonien, wenn ich die, den einen oder den anderen sende, so komme eilends zu mir nach Nikopolis. Das heißt, du hast deinen Dienst dann abgeschlossen, also tue da in den Städten diesen Dienst, aber ich werde dann den einen oder anderen senden und sobald er dort ist, kann der dann noch übernehmen. Komm du dann zu mir. Warum? Denn ich habe beschlossen, dort den Winter zu überbleiben. Man war dann 3 Monate oder so eben dort in der kalten Zeit. Die Schifffahrt war nicht möglich und dann hatte man einen festen Platz gehabt. Da möchte Paulus dann vielleicht Briefe schreiben oder ihn unterrichten. Er soll also in dieser Zeit nicht allein in Kreta sein. Zenas, den Rechtsgelehrten, und Apollos, rüste sorgfältig aus zur Reise, damit ihnen nichts fehle. Offenbar war Titus nicht alleine, aber wenn er jetzt die Leute in die Mission sendet zum Beispiel, dann soll er eben das nötige Rüstzeug mitgeben. Also das Nahrung, dass etwas Geld da ist, dass Belehrung da ist. 14. Aber auch die unseren sollen lehren, sich hervorzutun mit guten Werken. Ja, das haben wir jetzt verschiedentlich schon gehört. Du gehe voraus im Vorbild der guten Werke, aber die anderen sollen das kopieren. Darum, so wie du lebst, lehrst du. Es geht also nicht nur um die Lehre, sondern eben auch um das Vorleben. Hervorzutun mit guten Werken, wo es nötig ist, damit sie nicht fruchtlos bleiben. Also es geht darum, dass man Veränderung sehen kann und das bewirkt dann eben eine Kultur der Evangelisation. Es wird sichtbar, was gewesen ist. Es grüßen dich alle, die bei dir sind, grüße die uns lieben im Glauben, kommt wiederum dieser Begriff vor, also die Gläubigen, jetzt nicht bei den Juden, die nicht dabei sind, sondern die wirklich zur Gemeinde gehören. Die Gnade sei mit euch allen,
Also er endet gleich, wie er im Kapitel 1,4 begonnen hat, dieser Wunsch, es soll so sein, die Gnade sei mit euch allen. Soweit zum Titusbrief. Schön, dass du mit dabei gewesen bist. Ich hoffe, es hat dir etwas gebracht, diese seelsorgliche Variante zu sehen. Ganz ein interessanter Brief, von dem man eben gerade wenig hört. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Ich freue mich natürlich auf ein Liken und wenn du den YouTube-Kanal abonnierst oder auch wenn du das Video, den Link eben teilst, dass andere davon profitieren. So breitet sich diese Botschaft der Bibel weiter aus. Schön, dass du mit dabei gewesen bist. Bis dann wieder mal.